Schwarte! Kaum zu glauben sind die Geschichten von Ringel, sie sind so wunderbar. Abenteuer hat er uns zu berichten, hört gut her, sie sind alle wahr. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Raluva. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dann ist Ringel sogleich dabei. Oh, Schwarte! Auch ein Hindernis kann ihn nicht erschrecken, Ringel ist unser Sonnenschein. Siehst du seine Augen aufblitzen, fällt ihm wieder was Neues ein. Ringel hat den Schalk im Nacken sitzen, der kann ihm da schon böse sein. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Alufarm. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Oh, Schwarte! Unsere Freunde sind am Träumen von Abenteuern, die sind famos. Sie ziehen aus, um nichts zu versäumen. Oh, Schwarte! Bei unseren Freunden ist immer was los. Also ich mach sowas. Hu! Ha! Heuer! Hi! Hu! Ha! Heuer! Hu! Hu! Und dann kommst du auf mich zu und machst so. Hu! Hallo! Ha! Ha! Hu! Hu! Und dann machen wir beide. Hey! Jetzt komm schon, Peter. Ich kann doch nicht alles alleine machen. Also, ich finde, du machst das wirklich großartig, Paul, ehrlich. Aber was genau machst du da eigentlich? Wir wollen morgen unserer Klasse ein paar Karateübungen demonstrieren, aber Peter will nicht mit mir üben. Wieso denn? Ich bin nicht gut in Karate und werde es auch nie sein. Ach, tatsächlich? Es macht keinen Spaß, wenn man etwas nicht richtig kann, Opa. Oh, Schwarte, als ich noch ein Jungschwein war, auf dem Raluhof habe ich auch nie halbe Sachen gemacht. Komm her, mein Junge. Das erinnert mich an eine Geschichte, die schon ziemlich lange her ist. Damals hatte meine Freundin Entje auch vergessen, dass man manchmal Dinge einfach nur so tut, weil sie Spaß machen. Alles begann an einem wunderschönen sonnigen Herbsttag. Ja, das ist ein schöner Tag. Und die Sonne scheint. Moment, Spaß, das ist schön. Kinder, bitte kommt langsam zur Ruhe. Heute haben wir einen ganz besonderen Besucher. Entje, würdest du unseren Gast bitte vorstellen? Aber mit dem größten Vergnügen, Mr. Hornsby. Es ist mir eine große Ehre und Freude, euch meine Großmutter Öhmchen O'Mellert vorzustellen. Ich glaube, im traditionellen irischen Tanz gibt es nicht einen einzigen Menschen, der ihr das Wasser reichen könnte. Oh. Oh. Ich wünschte, ich hätte auch so eine tolle große tanzen. Traditionelle irische Tänze. Na und? Ja. Oh. Ich werde einmal in der Woche mein Wissen und meine Fähigkeiten an diejenigen in dieser Klasse, die wirklich interessiert sind, weitergeben. Oh, das ist wirklich toll, Mrs. O'Mellert. Ich kann's kaum erwarten. Aber du musst gar nicht darauf warten. Wir können sofort anfangen, Mr. Hornsby. Mhm. Seid ihr alle soweit? Jetzt geht's los. Wir fangen mit einem einfachen Tanzschritt an. Ich bin sicher, ihr habt ihn alle schon tausendmal gesehen. Aber ihr werdet sicher gleich merken, dass er einfacher aussieht, als er ist. Aber mit etwas Übung kriegt ihr das schon hin. Bei diesem Schritt stampfen wir mit dem Hacken auf den Boden, während die Fußspitze oben bleibt. Versucht, euren Oberkörper schön still zu halten. Nur der Hacken ist aktiv. Du musst noch etwas daran arbeiten, Gossi, aber das wird schon, glaub mir. Oh, du bist ein richtig guter Tänzer, Hector. Naja, ich tanze ja gar nicht. Ich habe nur ein bisschen Spaß. Also dann bist du eben gut im Spaß haben. Danke. Juhu! Das ist unglaublich. Ich bin ein Naturtalent. Also das muss mir im Blut liegen. Das ist klasse. Entje versucht, deinen Oberkörper schön ruhig zu halten. Ebenso den Schnabel. Jetzt sprechen nur die Beine. Entjes Füße sollen die Klappe halten und nicht quatschen. Das machst du toll, Entje. Du siehst sehr begeistert aus. Ja, ich könnte ja immer und ewig so weiter tanzen. Oh, ja, bravo.
Habt ihr alle gehört, was Entchen gerade gesagt hat? Sie könnte ewig so weiter tanzen. Oh ja, das könnte ich. Wisst ihr, es gibt Tanzwettbewerbe, bei denen gewinnt der Tänzer, der am längsten von allen durchhält. Und wollen wir noch eine weitere Runde tanzen, Kinder? Ja, oh, ja, ja. Noch mal gern. Schwarte Entje, deine Oma hat uns einen tollen Tanzunterricht gegeben. Finde ich auch. Sie ist die beste Tänzerin, die ich kenne. Ehrlich gesagt, ich konnte gar nicht aufhören, Freunde. Habt ihr gehört, wie meine Oma gesagt hat, dass ich die beste Tänzerin bin? Sie hat nicht gesagt, du bist die beste Tänzerin. Sie hat nur gesagt, du könntest ewig so weiter tanzen. Ihr wisst doch, es gibt Wettbewerbe, bei denen gewinnt derjenige, der am längsten tanzt. Aber nicht heute. Hector, geh nach Hause und lass dir von Mama die Nase putzen. Es muss schlimm für deine Großmutter sein, dass ihre Enkeltochter eine so grottenschlechte Tänzerin ist. Ach, hör bloß nicht auf den Entje. Von mir aus kann der reden, was er will. Ich meine, wir wissen doch alle, dass ich heute einfach umwerfend getanzt habe. Ist doch so, oder? Nein, nicht wirklich. Was? Aber es hat dir sicher Riesenspaß gemacht. Hörnchen, was hältst du von meiner heutigen Tanzvorstellung? Naja, sagen wir mal, du warst heute wirklich sehr begeistert. Alles klar, ihr zwei seid ja nur eifersüchtig, weil ich das Talent meiner Großmutter geerbt habe. Ich bin eben aus gutem Holz geschnitzt. Da kann man nichts machen. Sag mal, Opa, Entje hat wohl richtig schlecht getanzt, was? Ganz grauenhaft, die schlechteste Tänzerin, die ich je gesehen habe. Aber das war nicht das eigentliche Problem. Ach nein? Nein, das große Problem war, dass Entje ihre Großmutter mehr liebte als alles andere auf der Welt. Und die sollte auf Entjes Talent stolz sein können. Aha, sie wollte unbedingt gut sein. Genau so war's, Peter. Es wird kalt heute Nacht. Ich glaube, du brauchst eine extra Decke, damit du nicht frierst, mein Kind. Hast du denn deine Hausaufgaben schon gemacht? Ist alles schon erledigt, Omi. Ach, schlaf schön, meine Kleine. Und träum was Feines. Ja, du auch, Omi. Omi? Ja, mein Schätzchen? Heute in der Schule hast du doch gesagt, dass derjenige, der am längsten tanzt, auch der Beste ist. Naja, zumindest manchmal ist das so. Ich weiß noch wie heute, dass dein Großvater die ganze Nacht lang tanzen konnte. Weißt du, Entje, du erinnerst mich sehr an ihn. Also war er ein guter Tänzer? Nein, ganz und gar nicht. Er war ein miserabler Tänzer. Er hat einen ganzen Raum leer gefegt, wenn er tanzte. Mit seiner Rumhüpferei, seinem Treten und Umherfuchteln. Aber er hatte großen Spaß beim Tanzen und ich hatte immer Spaß, wenn ich mit ihm zusammen war. Niemand hatte ein größeres Herz und mehr Temperament als dein Großvater. Du kommst wirklich sehr nach ihm, Entje. Na, großartig. Ist alles in Ordnung mit dir, Schätzchen? Ja, na klar. Mir geht's gut. Ja, dann gute Nacht. Wir sehen uns morgen beim Frühstück. Träum was Schönes, Omi. Was sie befürchtet hatte, traf zu. Sie konnte wirklich schlecht tanzen, so wie ihr Großvater. Sie fühlte sich furchtbar. Sie dachte, sie hätte ihre Großmutter in der Schule blamiert. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss dringend sprechen, auf der Stelle. Es ist sehr, sehr wichtig. Na ja, wenn du es sagst, dann komm rein, Entje, komm rein ins Haus. Ich danke Ihnen vielmals, sehr nett.
Na dann, alle miteinander hoch mit den müden Popos. Die Sonne scheint, der Tag ist erwacht. Gibt es etwas Schöneres? Hey, müsst ihr immer so unkooperativ sein? Ich hab gesagt, dass ihr jetzt aufstehen sollt. Ja, gibt's denn das? Die scheinen mich nicht zu respektieren. Es ist, als wäre ich ein ganz gewöhnliches Schaf. Schön, wenn ihr nicht aufstehen wollt, dann werde ich einen Schäferhund besorgen, der sich um euch kümmert. Einen Schäferhund, versteht ihr? So ein Ding mit Zähnen. Also schön, ihr habt es so gewollt. Wuff, wuff, wuff. Der Schäferhund hat wohl gewirkt. Ja, Ringel, was ist denn so furchtbar wichtig, dass du mich an einem Samstagmorgen so früh wach machst? Ich hab keine Ahnung. Enche wollte mir nichts verraten. Jungs, ich brauch eure Hilfe. Ihr müsst mir zeigen, wie man tanzt. Hä? Das nächste Mal, wenn meine Großmutter in die Schule kommt, möchte ich, dass sie stolz darauf ist, wie toll ihre Enkelin tanzen kann. Also macht eure Socken scharf, Jungs. Jetzt wird getanzt. Es kann losgehen. Ab geht die Post. Wisst ihr was? Das ist gar nicht so schwer. Dori! Ja, Leute, da hat ein altes Schaf wie ich noch was dazugelernt. Meinst du wirklich, diese dämliche Fußmalerei hilft mir dabei, eine bessere Tänzerin zu werden? Klar, meine Mutter hat meinem Vater auf diese Art das Tanzen beigebracht. Und auch wenn du nicht besser tanzt, deine Füße sehen klasse aus. Fertig, wir gehen es ganz langsam an. Zuerst ohne Musik. Alles klar? Ja, bereit wie ein Regenbogenringel. Los geht's. Schritt rot, blau, rot, dann blau, rot, blau, dann rot, blau, rot, dann blau, rot, blau. Hörnchen, na los, schmeiß den Riemen auf die Orgel. Ja! Noch ein bisschen schneller, Entje. Oh je! Rot, blau, rot, blau, rot, blau, rot, blau, rot. Ich versuch's ja, Ringel. Das kann ich mir nicht länger mit ansehen. Das sieht nicht gut aus. So viel steht fest. Meine Füße sind rot und blau, aber mein armer Entenpopo ist jetzt grün und blau. Das fängt an, mir zu gefallen. Ich kann nicht widerstehen. Ah.
ob das klappt. Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Jetzt kannst du dich auf die Bewegung konzentrieren und stolperst nicht mehr über deine Füße. Und los geht's. Tanz, Entje, tanz. Vielleicht sollten wir doch was anderes versuchen, Ringel. Diese Hundenummer ist das für schräge Vögel. Aber ich bin ein Schaf. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Du hast heute sehr hart geschuftet, Entje. Ja, ja, ja. Nicht wahr? Ja, das hast du. Und jetzt geht's auch schon viel besser, stimmt's? Nicht wirklich. Aber wir haben auch gerade erst angefangen. Genau, wir haben ja auch noch den ganzen Rest der Woche Zeit, um zu üben. Ja, gleich morgen machen wir weiter. Danke, Jungs. Also habt ihr die ganze Woche geübt, Opa? Oh ja. Wir haben uns geschworen, Entje nicht eher allein zu lassen, bis sie sagt, sie will aufhören. Und wurde sie dadurch besser? Nein, ich fürchte nicht, Paul. Eigentlich wurde es noch schlimmer, denn sie verlor ihre ganze Freude und den Spaß am Tanzen, das war nicht gut. Oh Mann, ich kann mir vorstellen, wie das war. Und wie ging's weiter, Opa? Tja, also, es war die Nacht vor dem großen Tag. Die Nacht, bevor Entjes Großmutter wieder in die Schule kam, um uns ein bisschen Tanzunterricht zu geben. Entje war krank vor Sorge, wie ihre Tanzvorstellung am nächsten Tag sein würde. Und dadurch bekam sie einen furchtbaren Albtraum. Ganz genauso wie dein Großvater. 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 Entje, mein Liebes, was ist passiert? Was ist denn? Omi, es tut mir ja so leid, dass ich so eine furchtbare Tänzerin bin. Was? Was meinst du damit, Schätzchen? Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe, als du in der letzten Woche bei uns in der Schule warst, Omi. Aber ich kann es nun mal nicht ändern. Ich habe die ganze Woche lang geübt und versucht, das Tanzen zu lernen, aber es war alles für die Katz. Ich werde wohl nie im Leben eine gute Tänzerin. Ach, Entje, du könntest mich doch niemals enttäuschen. Ich bin immer stolz auf dich, ganz egal, wie gut du tanzt oder singst oder deine Hausaufgaben machst. Denn ich weiß, dass du immer dein Bestes gibst. Und das ist etwas, worauf du immer stolz sein kannst. Aber du bist so eine gute Tänzerin. Und ich tanze genauso wie mein Großvater. Ja, das tust du, Kind. Und ich habe die Art, wie er tanzte, immer geliebt. Ach ja? Dein Großvater war immer mit dem Herzen dabei, wenn er tanzte. Und das ist eine ganz wundervolle Sache. Also, zerbrich dir bitte nicht deinen kleinen Kopf darüber, ob du mich morgen enttäuschst oder nicht. Ich möchte, dass du morgen auf die Tanzfläche gehst und tanzt wie ein Wirbelwind. Lieben gern, Omi. Das werde ich tun. Mmh.
Und dann bin ich ins Wasser gesprungen. Das hat vielleicht einen Spaß gemacht. Na los, nun mach schon. Hey, Entje. Kommt deine Großmutter heute wieder in die Schule, um uns zu zeigen, wie man richtig tanzt? Ja, Hector. Und ist sie mit deinem Tanzstil einverstanden? Natürlich ist sie das. Jeder, der Spaß am Tanzen hat, der sollte auch tanzen. Das sagt meine Großmutter immer. Aber... Ich hoffe, du hast Spaß daran, Hector. Du bist wirklich ein guter Tänzer. Hat dir das vielleicht schon mal jemand gesagt? Ach was, das ist doch kein Tanzen. Ich hab nur ein bisschen Spaß. Na siehst du, und da geht es mir genauso wie dir. Na dann kommt mal, Kinder. Lasst uns reingehen und tanzen wie der Wirbelwind. Das betrifft auch dich, kleiner Hector. Schon unterwegs, Mrs. O'Mallard. Toll, oder? Wow, also war Entje eigentlich keine gute Tänzerin, aber sie hatte Spaß am Tanzen. Genau so war es, Peterchen. Sie tanzte, weil sie Spaß daran hatte. Was ist jetzt mit dir, Peter? Macht dir Karate Spaß oder was? Na klar, ich liebe Karate. Tja, wenn du Karate liebst, dann solltest du es auch tun, so wie es Entjes Oma gesagt hat. Na schön, aber nachdem wir Opas Geschichte gehört haben, Paul, habe ich ein paar neue Techniken auf Lager, die ich ausprobieren muss. Na los, ich bin gespannt.